Ursula. Thomas, guten Abend. Guten Abend. Wir haben schon mal kurz miteinander gesprochen und ich wollte jetzt mal zurückgreifen auf, also ich schaue telemedial öfters und ich warte immer auf Themen, auf richtige Themen. Mich würde zum Beispiel interessieren, wo sind wir nach dem Tod? Da hat damals einer angerufen mit dem Selbstschwab, der so... Langsam, ich schreibe mal deine Themen mit auf. Ja. Da hat mal jemand angerufen wegen Selbstmord von seinem Freund, der war dann so unflätig zu dir. Und das fand ich schon ganz gut, was du da gesagt hast. Aber wo sind die anderen nach dem Tode? Mhm. Wo sind die Tiere nach dem Tode? Gibt es einen Teufel, so wie es auch Engel gibt? Das würde mich also sehr stark interessieren. Ja, Teufel und Engel, der Teufel hat, glaube ich, die Dämonen. Ja. Mhm. Aber so ein Teufel, wie es praktisch in der Bibel steht oder so, das gibt es eigentlich. Wo sind die Engel? Ja, also da, das sind tolle Themen, ne? Tolle Engel, wo sind die Engel? Nicht, wo die sind, wo sind die Engel, wo sind die Tiere nach dem Tod? Wo sind die Tiere? Ja, leben die weiter oder gehen sie in eine Gruppenseele oder wie oder was? Ja. Und wo sind wir nach dem Tod? In welche Bereiche? Oder gerade beim Selbstmord hast du es ja erklärt, das ist mir auch klar. Aber du sagtest dann, der Selbstmörder ist nicht richtig tot. Sind wir dann richtig tot oder leben wir weiter? Nochmal, der Selbstmörder kann nur selber seinen physischen Körper töten. Ja. Mhm. Seinen Mentalkörper, seinen Astralkörper kann er nicht töten. Mhm. Und deswegen wird das auch so wahrnehmen, wie wird, wenn der Selbstmord selber schief gegangen ist. Mhm, also das ist ihm nicht geglückt und dann inkarniert er in der Regel, haftet er sich irgendwo an. Er kann sich auch dann gleichzeitig bei mehreren anhaften. Ne? Also, oder die springen dann, ne, von... Ich habe es also schon gesehen in Familien, hopfen die dann wie ein Springgeist. Ne? Mhm, der eine verbirgt sich, zack, geht er beim nächsten rein und dann macht der. Mhm. Also ich habe das schon gesehen bei einer Familie, wenn es darum ging, dass man jetzt losgeht, musste erst jeder immer seine extra Einladung haben. Und man musste dann ihm die Empathie geben, ich gehe nicht mit, ich gehe nicht mit. Und dann so, jeder musste da, hat da seine Extrawurschen. Das sind dann so Springgeister, ne? Mhm. Oder sie hängen dann oft auch an Orten rum, wo sie gestorben sind. Weil der Selbstmord und der plötzliche Unfalltod ist nämlich nicht weit auseinander. Mhm. Wenn man einfach sich nicht auf den Tod vorbereitet, ne, dann hat man es nicht realisiert. Also ich kann mir vorstellen, dass ein Selbstmörder und jemand, der zum Beispiel relativ zum Beispiel im Krieg unverhofft erschossen wurde oder jemand, der plötzlich getötet wurde durch ein Attentat oder durch einen Autounfall oder so, und man konnte nicht mit diesem Leben abschließen, dann bin ich überzeugt, dass man irgendwo rumirrt. Mhm. Na? Ja, da hätte ich jetzt noch eine Frage. Du sagst, du bist überzeugt. Gibt es eigentlich Tatsachen? Das heißt, hier muss sich noch niemand zurückgekehrt. Können das wirklich manche sehen oder fühlen? Oder du auch zum Beispiel? Oder weißt du das auch nur aus Büchern oder sonstigen Gegebenheiten? Ich bin einfach nur der Thomas und über meine Qualitäten zu äußern, wenn ich welche hätte, wäre wahrscheinlich gefährlich für mich. Mhm. Deswegen bin ich einfach nur ein ganz normaler Typ. Aber ich kenne halt auch Leute, die eben channeln und wissen, wie es geht. Ich habe ein paar Bücher gelesen. Mhm. Du hast mich zu einer guten Idee, die Tonja wird heute nochmal sich dazu schalten. Und ich werde es organisieren, dass wir in Thailand einen Mönch, einen älteren Mönch, einen erfahrenen Mönch dazu nehmen und einen Übersetzer oder eine Übersetzerin von Thailändisch in Deutsch
Und dann werden wir ab und zu abends aus Thailand zuschalten, wie denn die Buddhisten das sehen, die ja seit 5000 Jahren der Buddha gelehrt hat, wie es mit der Inkarnation läuft und was da ist. Ne? Ja, ja, da habe ich schon viel gelesen. Also da sieht es ja ganz anders aus. Dort sagen die, du inkarnierst, du stirbst und zack, du bist gleich wieder da. Ne? Ja. Dort und die haben da ganz ausgereifte Wissenschaften. Und ich kenne da einige Leute, die über dieses Wissen, allerdings dann in Englisch, aber das könnte man dann übersetzen, lehren könnten. Mhm. Also das werden wir zuschalten. Da werde ich mal schauen, dass ich das die Tage organisiert bekomme. Ja, Ursula, was mir auffällt, natürlich ist es immer wieder interessant, wenn wir mal am Abend ein so ein Thema begleitend inhaltlich haben. Aber das, was wir jetzt tun, ist hochkarätige Leistung. Das ist Hochleistung und hochkomprimiertes, großes Wissen. Vor allen Dingen, es ist eine Weisheit, die aus einer Lebenserfahrung wirkt. Mhm. Und die Lebenserfahrungen, die haben einen unschätzbaren Wert. Und dieser Wert, wie viele Tims haben wir? 9. Wird im Augenblick nicht wertgeschätzt. Aus irgendeinem Grund wird er nicht wertgeschätzt. Und ich bekomme immer mehr das Gefühl, dass gerade dieses Studio hier die Fruchtblase ist. Ne? Und dass eigentlich die telemedialen Kinder alle eine Frühgeburt werden. Und sie werden schon zum Juli geboren. Ne? Mhm. Und was dann zurückbleibt hier, das ist dann die Fruchtblase. Ne? Die Nachgeburt, die bleibt noch hier, aber natürlich der Embryo ist der Tod. Der Tod des Embryos ist das Erleben des Babys. Ne? Mhm, und die Babys haben ja schon die Namen und jetzt geht es natürlich um Verantwortlichkeiten. Wer zieht mit? Und jetzt versteht man, Kanal Telemedial ist eine Idee, wo man proaktiv mitwirkt und es geht in dieser Phase. Was willst du von einem Embryo schon Leistung verlangen, verstehst du? Ja. Deswegen ist deine Frage sehr weise, sehr toll. Ich beantworte sie auch gern, aber sie deplatziert die Sache. Mhm. Wir suchen jetzt, wie gesagt, interessierte Menschen, die mitgehen. Und dazu suche ich Statements von telemedialen Zuschauern, die sagen, warum Sie Telemedial, Kanal Telemedial toll finden. Und das ist mir heute wichtig. Und wir können gleich noch weiterreden. Ich möchte dich aber auch einladen, 2 Minuten meinen oder unseren zukünftigen Gönnern, Sponsoren, Investoren zu sagen, warum es sich lohnt, in Kanal Telemedial zu investieren aus deiner Sicht. Ja, das ist der erste Kanal oder das erste Mal, dass darüber gesprochen wird, über all die Dinge, die mich bewegen, mich interessieren, schon seit 30 Jahren. Bisher habe ich es nur in Büchern lesen können und jetzt kann ich es im Fernsehen sehen und kann Fragen stellen, kann hören. Bilder. Und ja, Zeig Bilder. Die ist so schwierig zum Auszudrücken. Mhm. Und die Idee ist sehr, sehr gut. Und ich hoffe, dass noch mehr, einfach mehr Themen dann angesprochen werden. Das interessiert mich eben. Ja, das ist ja unter der Rubrik dann Orange Table, ne? Ja, dort wird es dann sein. Genau, genau. Und mit dem anderen kann ich noch nicht so sehr viel anfangen. Ja, leider nicht. Sag, was es für dich bedeutet. Was ist da dein Lebensinhalt? Oder was ist dein Fellmann? Von Kanal Telemedial. Ja, eben das Trommeln, das Tanzen bedeutet mir viel, dann die Gespräche und besonders du inspirierst mich stark und und ich finde es einfach gut, dass sowas jetzt in die Wege geleitet wird. Mhm. Mehr kann ich eigentlich jetzt nicht dazu sagen. Und ich erzähle es auch weiter Bekannten und viele haben es auch schon zugeschaltet. Leider geht es ja nur über Satellit und nicht über Kabel.
Und die meisten Leute oder viele Bekannte haben nur Kabel. Mhm. Und das ist auch ein Problem. Aber Kanal Telemedial ist natürlich auch unter telemedial.at oder .de zu sehen im Internet. Im Internet. Ja, also Internet ist unser Kabelfernsehen. Ah. Na, so muss man es eigentlich sehen. Wir setzen da gleich aufs Internet, im Kabelnetz. Da ist Guerillakrieg, da ist Lobbyarbeit. Ja. Das ist reguliert von den Behörden, die eigentlich Vielfalt schaffen sollen und sichern es durch Wirtschaftsmonopolität ab. Ne? Mhm. Und wir sind als Kanal Telemedial viel zu frei für die Kabelnetze. Ne? Das, gerade auch in Wien, da waren wir im Kabelnetz, ne? Da hat man uns rausgenommen. Mhm. Und anstattdessen kann man jetzt eine Straßenbahnfahrt durch Wien angucken. Ne? Ja, toll. Ne? Auch schön. Ja, ja. Ja. Ja, bleibst du weiterhin jetzt auf dem Kanal? Oder das habe ich auch noch nicht so richtig gecheckt. Weil du sagst, dass du nach Wien umziehst oder so? Nein, wir müssen nicht nach Wien umziehen. Nicht. Wir sind schon in Wien. Ne? Ja, seid in Wien. Ja, das hier, schau, wir sind in Wien. Ach, in Wien, immer nicht mehr in Ludwigsburg. Doch, auch noch. Wir haben auch jetzt noch. Praktisch von Wien aus, senden wir. Aha. Und wir schalten dann von Wien aus dieses Studio in Ludwigsburg zu. Ah. Na? Ah, dann bleibt es auf jeden Fall hier auf dem Kanal, auf dem Kika. Da, ja, also wir haben dort noch Vertrag, auf jeden Fall jetzt mal bis 2009. Mhm. Aber es gibt Interessenten, die diesen Platz gern hätten. Mhm. Also auch der Kinderkanal selber hat ja schon geschrieben, dass sie eine Jugendsendung ab 21 Uhr machen wollen. Mhm. Vielleicht nehmen sie mich als Moderator und ich räume dann den Sendeplatz. Ne? Mhm. Und also für den Kinderkanal wäre es dann toll, wenn sie diesen Sendeplatz haben. Mhm. Und sie haben wohl auch irgendwo, aber es ist nur Gerüchteküche, möchte ich nicht sagen. Also im Fall von einer Insolvenz würden sie vielleicht den Platz nehmen, wenn ich es nicht schaffe zu halten. Mhm. Aber sie können ihn vielleicht auch so haben, denn wir haben genügend Bekanntheit und du brauchst den Platz nicht. Du kannst dir für 30 Euro einen Digitalreceiver kaufen, dann kannst du mit uns mitreisen. Denn digital, Astra, werden wir auf jeden Fall bleiben. Mhm. Auch wenn wir jetzt Glück haben, wir kriegen ganz schnell Sponsoren, Gönner und Investoren, können wir es natürlich halten. Jetzt sichere ich es gerade noch sozusagen mit meinem Businessplan ab, dass wir sicher sind. Aber ansonsten müssen wir die Flügel strecken. Ne? Mhm. Also das Unangenehmste wäre, wenn wir nicht aus dem Vertrag dann rauskommen würden. Mhm. Dann könnte es uns in die Insolvenz reißen. Mhm. Aber das glaube ich nicht, dass man das uns antut, da ja mehrere an diesem Platz in Folge vom Kinderkanal da sind, weil man da eben sehr viele Zepper findet noch. Mhm. Ne? Jetzt hätte ich noch eine Frage, bitte, und zwar das gerade das Telekontor GmbH und Co. KG etc. Wenn ich da hinschreibe, was bedeutet das eigentlich? Weil ich kann leider nicht immer sehen dich, weil mein Mann will abends seinen Krimi angucken und da muss ich eben passen und kann dann nach dem Krimi erst anschauen. Kaufst du doch einen Digitalreceiver? Oder kauf dir einen Digitalreceiver oder lass dir ein Internet? Ja, ich habe einen zweiten Fernseher. Ja, kostet auch nicht die Welt. Ja, aber was ist das jetzt? Ist das jetzt, dass man beitreten kann oder um was dreht sich da? Die Telekontor ist sozusagen das erste Unternehmen. Mhm. Und die B2C ist sozusagen das Schwesterunternehmen in Ludwigsburg. Mhm. Und dieses Unternehmen zieht auch jetzt nach Plüderhausen und Kanal Telemedial. Die Kanal Telemedial Rundfunk GmbH in Wien ist die Tochter von der B2C in jetzt noch Ludwigsburg, später in Plüderhausen. Mhm. So ist das alles aufgebaut. Ah, gut. Ja. Mhm. Und eben, weil ich auch persönlich in Plüderhausen wohne, ist es natürlich auch für mich besser, wenn wir das alles zueinander haben. Ich muss nicht jeden Tag so weit hin und her fahren. Mhm. Mhm. Und also dieses Studio ist wirklich Fülle und Überfluss pur. Ne? Es ist ja mit das größte Studio, eines der größten Studios in Deutschland. Ne? Mhm. Nur für Johanna und mich und manchmal für mich alleine. Ne? Ne? Der Typ, der das damals angefangen hat, der wollte immer besser wie Thomas Gottschalk sein. Ne? Und dafür hat er sich das Studio gebaut, der Ministerpräsident Teufel.
hat sich da immer richtig feiern lassen und hat fast jeden Sonntag seine Sendung, glaube ich, gemacht. Ne? Mhm. Ja, heute werde ich gemobbt von der Landesregierung. Überall, wo ich hinkomme, sind die Türen zu. Ne? Mhm. Wenn es heißt, oh, Thomas Hornauer, sind alle Türen zu. Ne? Also das ist schon heftig, wenn man auch von der Landesregierung gemobbt wird. Auch so die Mitarbeiter, die provozieren, haben viele Mitarbeiter zum Schluss haben stark Kündigungen provoziert, gehen dann noch vors Arbeitsgericht oder so. Aber ich verliere alles vor Gericht, egal was ist. Wenn ich noch so einen sicheren Stand habe, ich verliere immer, das habe ich sicher. Ne? Ja, Thomas, so ist das meistens. Am Anfang wird man belächelt, dann wird man verfolgt und dann irgendwann schlägt es aber mal ins Gegenteil um. Ja, ja. Das ist mit allen Großen so. Johanna, möchte ich auch noch ein Kompliment machen. Ich finde Sie ganz, ganz, ganz toll. Und Sie strahlen so eine Ruhe aus und so. Also, ich finde Sie ganz super. Ich danke Ihnen vielmals alle. Ja. Und vielleicht kann ich mal wieder anrufen und vielleicht können wir auch mal über die Themen noch mal reden, wenn es mal reinpasst. Gell? Ja, also es sind immer reinpasst. Themen, die uns bewegen. Und ich glaube auch, dass wir da heute noch den ein oder anderen Anrufer dazu reinbekommen. Mhm. Ich bin ja nur dazu da eigentlich, um die Themen anzuschucken, anzuinspirieren. Und jetzt muss ich gar nicht unbedingt die Antwort geben, denn es gibt so viele telemedialen Freunde mit hohem spirituellen Wissen in Europa. Und das macht es mir so leicht, so ein Thema aufzugreifen, dass ich sage, wenn ich es nicht weiß. Früher hatte ich viele Berater, die durch mich berühmt wurden und jetzt bei anderen Sendern sind, aber nicht fair mit mir geschert haben. Ne? Heute habe ich viele telemedialen Freunde und wenn ich was nicht weiß, die wissen es. Und wenn du heute eine konkrete Frage hast, stell sie und du wirst sehen, die telemedialen Freunde sind achtsam, sie sind da und sie werden sie dir beantworten. Oder du kriegst vielleicht sogar mehrere Antworten, wo du dir dann es aussuchen kannst. Ja gut, die Fragen habe ich ja schon gestellt. Okay. Ja, also, ich wünsche dir alles Gute, Ursula. Wünsche ich dir euch auch. Gell? Tschüss, Ursula. Tschüss. Ursula aus Reutlingen fragt an die telemedialen Freunde und an mich, wo sind wir nach dem Tod? Wo sind die Tiere nach dem Tod? Und wie ist es eigentlich mit dem Teufel, mit den Engeln und mit den Dämonen? Wie seht ihr das Ganze? Also, wenn jetzt ein telemedialer Freund dazu was sagen soll, bitte ruft an und könnt ihr euch es nicht leisten, diese 2 Euro zu geben pro Minute, da ihr ja gebt, kommt nur kurz zu mir ins Studio und dann entscheide ich, dass ich euch kurz von meinem Servicesender zurückrufen lasse, dass euch da keine Gebühren entstehen. Oder man gibt euch eine Nummer, unter der ihr euch kostenfrei einwählen könnt. Das ist auch, wir können dann auch zurückrufen. Ja, Johanna, ich gehe mal kurz aufs Klo. Machst du kurz weiter, falls jemand sagt Hallo, wenn jemand in der Leitung ist. Okay. ich habe auch noch eine Info. Wo sind wir nach dem Tod bei den Selbstmördern? Da hat mal die Ingrid in der Sendung gesagt, ich glaube, Henrico hat da angerufen, dass wir uns immer auf der anderen Seite immer nur wir selber uns wiederfinden. Und da gibt es auch einen ganz tollen Film, der heißt Hinter dem Horizont. Da geht es auch um eine Frau, die Selbstmord begangen hat und findet sich auf der anderen Seite selbst wieder in ihren Depressionen, in ihrem ganzen Schmerz und weiß keinen Ausweg. Und ihr Mann, der taucht dann auch in diese Welt ein, mental, und findet sie dort und rettet sie. Also es ist ein ganz toller Film. Könnt ihr euch mal anschauen.
Haben wir E-Mails? Mhm. Danke. Ah. Der Heiko. Könnten wir da jedes einzelne noch größer ausdrucken? Geht das? Von den Bildern? Genau, ja. Der Heiko hat nochmal geschrieben. Ich hatte dir bereits 2 E-Mails geschrieben wegen Ritalin und so weiter. Da ich den Tim nicht mehr aktivieren kann, möchte ich dir zeigen, dass ich mir Mühe gebe und dich unterstützen möchte, so gut es geht. Hier habe ich mir mal was einfallen lassen. Wie findest du das? Mit freundlichen Grüßen, dein telemedialer Freund Heiko. Telemedial verbindet Kontinente und verbindet Menschen miteinander. Herz 5. Hier. Wunderschön. Das Mittlere mit dem Herz. In das goldene Zeitalter mit Kanal Telemedial. Hallo Thomas, meine intuitive Telemedialkunst ist heute ein goldenes Telemedial-Mandala, Computer-Grafikkunst, inspiriert von deinen Sendungen. Ich hoffe, ihr druckt das farbig aus und dass es euch gefällt. Spiak ist, schreiben wir gleich auf, spiritueller, intuitiver Aktionskünstler. Aber hast du das Pi vergessen? Der Markus aus Hamburg war das. Hier ist das Mandala, das goldene Zeitalter. Oh. Schöne, schöne Sachen haben wir gekriegt. Schön, ja? Mal sehen. Und hier, guck mal, der Heiko. Ist das hier Thailand, oder? Ja. Aha. Die Linie von hier nach Thailand, oder? Ja. Da sieht man hin. Ja, soll man sich immer fliegen, ne? Ungefähr. Das ist alles Thailand hier. Mhm. Das sieht man, guck mal, da ist so eine. Das sieht man, guck mal, wenn hier Europa ist, ne? Aber hier, da geht so ein richtiges Ding rum, ne? Wie eine Linie, ne? Mhm. Gar nicht so aufgefallen. Ja, das ist eine schöne Grafik, aber.
irgendwie wirkt das alles so vergittert. Ne? Das wirkt eher so technisch. Und also wenn ich da mich reintauche, fühle ich mich nicht wohl, oder? Obwohl es halt schon durch den dunklen Hintergrund, oder? Ja, also es sieht aus wie Pfeile, ne? Ja, es ist eine schöne Grafik in der Sache, aber das sieht aus so wie Speere. Wer hat das gemacht? Der Markus. Markus, es ist eine schöne Grafik, nur ich finde die symbolischen Zeichen des Wassermann-Zeitalters nicht darin und die Farben. Also nimm mal noch ein schönes Blau anstatt Schwarz dazu. Und und dort, wenn ich das so sehe und ich mache den Film, dann sieht das für mich nicht lebendig aus, sondern eher maschinell. Das Ganze sieht eher maschinell aus und sieht eher so aus wie der Horror Matrix vom Wassermann-Zeitalter. Insgesamt natürlich eine toll gelungene, schöne Grafik, aber befasst dich mal ein bisschen mit der Lektüre über das Wassermann-Zeitalter. Wobei im Mittelpunkt, der gelbe Punkt mit der Sonne und so, ist da. Oder vielleicht kannst du mal anrufen und uns die Symboliken, die du da drin hast, erläutern. Das wäre sehr interessant. Aber es wirkt alles so mit den Rahmen, dem Goldenen, so statisch. So statisch, so starr. Und das Wassermann-Zeitalter geht genau aus dieser Starre raus. Ne? Das ist vielleicht, so kann man sagen, das Ende des Fischezeitalters. Ne? Die Farben des Wassermanns sind ja irisierend, oder? Irisierend. Ja, das ist so spiegelnd, so, mhm. So Silber und dann spiegeln sich alle Farben drin. Mhm. Ja, in das goldene Zeitalter. Ja, also da in diese Gefangenheit, also so sollte man sich das goldene Zeitalter nicht vorstellen. Ne? Nicht. Nicht. Sieht aus wie in der Antike. Ach so, ja, aber es ist ja interessant. Also was also wenn ich da reintauche, fühle ich mich eher wie im Gefängnis, wenn du da reintauchst. Immer große Gefängnis. So fühle ich mich eigentlich, wenn ich nicht ins Wassermann-Zeitalter gehe. Ja. Gehst du nicht ins Wassermann-Zeitalter, dann könntest du dich so fühlen, wie wenn du da eintauchst. Von vielen. Du tauchst erst rein, weißt du, und dann geht's nämlich zurück und bist von goldenen Spitzen gehalten. Ja. Hier ist noch eine. Betrifft Thailand. Ja. Hallo, schade, dass Thomas nicht mehr dazugekommen ist. Ich bin immer noch Mega-Fan. Könntet ihr ihm nochmal die Mail ausdrucken? Wäre sehr dankbar. Hier nochmal die E-Mail. Hallo Thomas, ich bin's nochmal. Spitze, dass du mir so freundlich geantwortet hast. Ich bin immer noch gewillt mitzukommen. Ich habe zwei Themen, die ich noch ansprechen müsste. Das erste Thema betrifft den Telemedialsender. Wie kann ich dir helfen, die negativen Mächte, die unsere Idee unterdrücken, aufzuhalten? Ich erzähle bereits allen meinen Bekannten von deinem Sender, aber sie zu entzaubern ist nicht gerade einfach. Ich gebe dennoch alles.
Ich habe letzte Woche bereits einen Energieausgleich geleistet. Ich respektiere die telemediale Grundgebühr. Leider habe ich nicht so viel Geld, dass ich jeden Tag spenden könnte. Wir brauchen auch keine Spenden. Hör auf vorzulesen. Nix. Das ist. Also, wir sprechen in Zukunft von der telemedialen Welt. Mhm. Ja? Und wenn ihr in Zukunft redet nicht mehr von einer Idee, sondern wenn ihr weiter erzählt, dass es telemedial, Kanal-Telemedial gibt, bitte sprecht in Zukunft von der telemedialen Welt. Das bringt die Sache auf den Punkt. Taucht ein in die telemediale Welt. Ja. Heute sind wir wieder sehr stark. Heute wagt wieder niemand, uns anzurechnen. Also legt eure Angst ab, legt eure Hemmungen ab. Und bist du schon lang Telemedial-Gucker? Komm, ruf mal an heute. Ich möchte mal noch ein paar neue Leute kennenlernen. Ich weiß, dass wir eh alle über den Geist miteinander verbunden sind. Aber ich bin inkarniert und ab und zu möchte ich auch mal eure Stimmen hören. Ja, und die Johanna auch. Habt keine Angst. Die da draußen, sie tun euch nichts. Habt keine Angst vor den Idioten, die auch Kanal Telemedial gucken und es noch nicht verstehen. Und dass ihr dann vielleicht erkannt werdet. Ne? Ja, habt ihr keine Angst davor. Habt den Mut, ruf an und sag Hallo zu Johanna und zu mir. Warum habt ihr das schon abgeschnitten? Ich weiß es nicht. Hier auch noch, schreibt er noch was zum wegen Thailand. Warum ist denn das unten abgeschnitten? Er hat halt nochmal geschrieben, warum sie das dann nicht vorlesen. Und ich hatte halt geschrieben, dass es bereits auf dem Tisch liegt. Dann bring mir mal den Abschnitt von hier, bitte. Okay. Mhm. Ja, Lobo, wir müssen das noch kurz ein bisschen abchecken. Natürlich könnt ihr kommen. Wir müssen schauen, wie intensiv und so, wie wir das alles abstimmen. Ich denke, ich hoffe, viele Künstler und Musiker kommen am 14. Juni, Samstag, den 14. Juni
zum telemedialen Sommerfest am 13. haben wir nochmal die Gelegenheit, alle Ehemaligen hierher zu kommen, lade ich ein. Und am Sonntag dann die Pressekonferenz, natürlich auch mit Schaltung nach Wien. Und auch im Wiener Studio kann man sich anmelden zu dieser Pressekonferenz, eine internationale Pressekonferenz, die wir dann aus Wien und Ludwigsburg gleichzeitig halten werden. Ja, das sieht noch mal ein bisschen schöner aus. Vielen Dank, liebe Kreativen, für diese wundervollen, wunderschönen Bilder. Ja, wunderschön. Sehr schön, Heiko. Wunderbar. Ja, auch unser Gruß, ne? Herz 5 hat sich sofort etabliert. Ja. Herz 5, der telemediale Gruß. Die im Callcenter lassen heute niemand durch, die filtern ganz genau. Ne? Das kann ich gar nicht finden, aber wir haben eine Anruferin, Sonja aus Chemnitz. Anja aus Chemnitz. Ihr filtert heute nicht, ne? Nee, ja, heute, Leute, nutzt es. Ungefiltert, ne? Also ungefiltert, nur Sympathie, so muss es sein. Anja, hallo. Ja, hallo. Grüß dich. Ach Gott. Kannst du auch Thomas sagen. Oder Johanna. Ich bin ganz aufgeregt. Ein alter Gag, ich nehme ihn zurück. Bin ich endlich mal durchgekommen? Ja, heute ist ein guter Tag zum Durchkommen, ne? Ja? Ja, müsste direkt laufen. Und heute kommt jeder durch, der es ehrlich meint. So, jawohl, okay. Durchgehustet. Was bringst du mit an den Tisch, du Engel? Ich wollte erstmal nur sagen, dass ich ein übelster Fan von euch bin. Die was? Ich bin ein übelster Fan von euch. Ich muss das machen. Übelster? Ja, ein übelster Waffenbund-Fan. Ich. Hallo? Ja. Ich bin ein großer Fan von euch. Mhm. Ja, willst du die 2 Minuten wo uns sagen, was du an Telemedial toll findest? Was dich an Kanal Telemedial begeistert oder warum soll man in Kanal Telemedial investieren? Na? Was war das? Was war das? Ja, genau, der weiß das, ne? Der kennt das, ne?
Ah. Vielleicht da.